stark. Was zum Teufel macht er? Ach, alles klar. Oh, ist das geil. Ist das geil. Verarsch die Leute mal so klug. Er nimmt sich das Goldene, ach nee, ballert erst das Lila runter und dem Gegner... Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meinem zweiten von drei Teilen Top 50 beste Clips 2019 Season 0 bis Season 3 Apex Legends. Ich wünsche euch viel Spaß. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, sollte vielleicht den ersten Teil als erstes gucken. Der zweite kommt jetzt, der dritte logischerweise in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Mies. Boah, 15er Hit mit der Peacekeeper von der Entfernung. Was ist denn da? Ach, da gab's ja mal einen Glitch, stimmt. Dass die Deathboxen, wenn dieses Schiff fliegt, halt stehen bleibt. An Ort und Stelle. Jetzt weiß ich aus dem letzten Video, warum die Deathbox in der Luft hing. Oh. Das versuche ich immer, wenn du mit Randoms fliegst, so kurz vor der Landung, dass die nicht direkt an deiner Tür landen. Dass die irgendwo anecken. Haben die sich gerade gleichzeitig genockt? Oh, das passiert auch nicht so oft. Hatte ich letztens erst... Aber da war der Gegner und der letzte Überlebende seines Squads und ich. Und dann sind wir beide gleichzeitig rausgeflogen. Warum holt er sich nicht? Ach, er fahrt von der Zone. Und tschüss. Es war der Letzte. Es war einfach der Letzte. Es war einfach der Letzte. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Und hast du auch noch gesehen, wie viele dir zuschauen? Das gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, oder? Das wurde doch auch entfernt. Wenn ich mich nicht täusche. Das ist aber echt hoch gepokert. Wie völlig verpeilt der Ock, der in die falsche Richtung läuft. Krass. Oh fuck, ey. Wenn du jetzt den Headshot nicht machst. Jawoll. 200 gemacht. Ich sag doch, so lost kannst du nur sein in Season 0, 1, 2, keine Ahnung. Der freut sich ein zweites AA-Loch. Ernsthaft? Geil. Das ist so geil. Was damals noch möglich war. Das ist heute undenkbar, ohne Scheiß. Selbst wenn du in eine Botlobby kommst, hast du lauter Leute da, die provozieren ja die Botlobbys, um den Leuten auf den Sack zu gehen. Das ist einfach nicht mehr möglich. Es ist einfach nicht mehr möglich. Collateral retten? Doch nicht. Die standen so eng, das hätte durchaus... Na, erstmal einen Skin wechseln, wer kennt's nicht. Ich kann den Pinsel auch nicht... Oh, der war schön. Ich kann den Pinsel dann nicht sehen. Ich musste auch mal den Skin wechseln. Alter. Guckt euch mal an, wie der mit der Maus rumheizt rechts. Ach, naja, doch, man sieht es gerade so. Noch. Meine Facecam ist drüber. Ah, Wahnsinn. Oh, Alter, wie schnell er aber auch mit der Kraber sitzt. Ah, mit Maus ist das alles ein bisschen einfacher. Oh, was für ein schöner Kampf solo einfach mal. Ach, ja. Das ist eine coole Sache. Krass. Es ist so geil, einfach so alte Clips zu sehen. Die Maps, so wie sie vorher waren, so relativ unverändert. Es ist einfach. I love this. Baiting the team out of bunker by making them think that they're gonna be third party.
Oh nein. Das ist ja frech. Wir simulieren einfach mal einen Gunfight, relativ realistisch, und der Gegner kommt raus. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das macht Spaß. Er heißt einfach mal Olympus. Als hätte er damals schon gewusst, dass eine Map kommt, die Olympus heißt. Oh, Halloween-Event. Ach nein, warte mal, das ist nicht das Halloween-Event, oder? War das das Halloween? Ich überlege gerade, ob das diese... Wie nennt sich's? Ja, doch. Ich komme nicht drauf. Nee, es ist das Halloween. Ich dachte, das ist gerade hier diese Quests. Da gab es doch auch... Ach nein, er springt ins Jumpship. Nicht ins Jumpship hier. Naja, ihr wisst schon. Ey, da hast du keinen Bock. Da hast du doch keinen Bock drauf. So oft selber erlebt. Boah, da hast du keinen Bock. Wirklich. Oh, das kenn ich zu gut. Direkt vor der Tür, da kann keiner so schnell reinheizen, ja? Die Tür geht halt immer nach innen auf von außen. Es kommt doch keiner. Es kommt halt auch keiner. Und 99 Spitfire, schönes Loadout. So für ein Endfight. Das war mutig. Der macht das, oder? Macht er das jetzt echt? Oh mein Scheißgott. Oh mein Scheißgott. Und sie sind alle so langsam, weil du nichts machen kannst. Geil. Und noch, Alter, wie viele Arcstars hatte er? Oh fuck. Danach fühlst du dich wieder König. Stark. Ach ja, ich vermisse World's Edge genauso, wie es da ist. Da war alles noch ganz. Das sah schick aus. Alter. Schick. Final zones in season 3 do have their problems with the massive canyons and mountains. Ah ja. Stimmt. Boxen? Vertikal nach oben? Nee, ich dachte, er will jetzt über den Berg tatsächlich. Oh ja, stimmt, das goldene Body, das hatte ja damals noch den Perk, dass du, ich glaube, doppelt so schnell geheilt hast tatsächlich. Ich verstehe bis heute nicht, warum die das rausgemacht haben. Ich fand das eigentlich ganz cool so. Stark. Oh mein Gott! Oh mein. Stark. Was zum Teufel macht er? Ach, alles klar. Oh, ist das geil! Ist das geil! Verarscht die Leute mal so klug. Er nimmt sich das Goldene, ballert erst das Lila runter und dem Gegner den Glauben zu lassen, oh cool, neues Buddy. Das ist stark. Das ist echt. Ich dachte jetzt, was macht er denn? Aber ist echt schlau. Es liegt halt auch völlig random einfach so da. Dark. Auf sowas musst du erstmal kommen. Ladies and gents, possibly the longest snipe ever recorded in an Apex match. Sieht man das überhaupt? 600 Meter. 600 fucking Meter.
Alter, ganz ehrlich, das ist doch ein One-in-a-Million-Shot. Oh, Disruptor-Rounds, da sind sie wieder. Die Disruptor-Rounds auf der Alternator. Oh, wie schnell die Zone zugeht. Krass. Was machen die? Die kriegen ihn nicht gefinisht. Er verreckt von der Zone weg. Ja. Oh Gott, Bangalore. Bangalore, du bist so blöd, Alter. Ist das geil. Ist das geil. Zu göttlich, zu göttlich. Ich überlege, habe ich das auch schon mal... Mate, I go and get a fucking Volky. You just come here and take every single item. Oh, ich kenne das so gut. Oh, Schweini, wenn du dieses Video siehst, Alter, er läuft fast immer genauso wie ich und wir nehmen uns gegenseitig diesen fucking Loot weg. Das kann nur ein Random gewesen sein. Da kriegst du schlechte Laune.